Und das Ganze ging sehr schnell über die Bühne. Naffa kam als Letzter heran und schon ist der Start zur Excelsior. Hotel Ernstmeiler erfolgt. Allianthus übernimmt gemeinsam mit Ganymed an der Innenseite die Spitze. Jetzt ist Allianthus alleine vorne vor Ganymed, Auvano, dann Gerion, Ferros Sensation und am Ende des Sechserfeldes galoppiert Naffa. So sind die Kandidaten Mitte gegenüber. Allianthus führt, dahinter Auvano außen, innen Ganymed und vierter ist dann Gerion, knapp vor Ferros Sensation, anderthalb Längen Abstand zu Naffa am Ende des Sechserfeldes. Ende gegenüber sind die Teilnehmer und die Führung weiterhin bei Allianthus. Der bringt das Feld dann auch in den Schlussbogen, dahinter Auvano mit Ganymed, vor Ferros Sensation mit Gerion und am Ende galoppiert Naffa. Jetzt hat Allianthus seinen Vorteil ein wenig vergrößert. Er führt mit drei Längen vor Auvano, Ganymed, Gerion, Ferros Sensation und Naffa. So wird es auch in den Einlauf hineingehen. Und jetzt macht vorne Allianthus richtig Dampf. 600 Meter noch bis zur Ziellinie. Allianthus führt klar. Dahinter Ganymed in zweiter Position. Dann folgen außen Gerion, der ein wenig aufrückt, Ferros Sensation, Auvano scheint geschlagen, innen kommt Naffa, auf Touren aber Allianthus führt. Allianthus vor Ganymed, Gerion tut sich nicht leicht, Ferros Sensation kommt, innen kommt Naffa. Vorne ist derzeit optisch alles klar für Allianthus. Allianthus marschiert, Allianthus auf der Siegerstraße, Allianthus weit vor den Gegnern, dahinter Ganymed, innen Naffa, außen Ferros Sensation, dann erst Gerion und Allianthus hat hoch überlegen gewonnen. Zweiter wird Ferros Sensation, also der Außenseiter, dritter Naffa, vierter Ganymed, fünfter Gerion und sechster Auvano. Einlauf hineingehen und jetzt macht vorne Allianthus richtig Dampf. 600 Meter noch bis zur Ziellinie. Allianthus führt klar. Dahinter Ganymed in zweiter Position. Dann folgen außen Gerion, der ein wenig aufrückt. Ferros Sensation, Auvano scheint geschlagen. Innen kommt Naffa. Auf Touren aber Allianthus führt. Allianthus vor Ganymed. Gerion tut sich nicht leicht. Ferros Sensation kommt. Innen kommt Naffa. Vorne ist derzeit optisch alles klar für Allianthus. Allianthus marschiert, Allianthus auf der Siegerstraße, Allianthus weit vor den Gegnern, dahinter Ganymed, innen Naffa, außen Ferros Sensation, dann erst Gerion und Allianthus hat hoch überlegen gewonnen. Zweiter wird Ferros Sensation, also der Außenseiter.